Hallo liebe Leute, ein neuer Teil von dem Videotagebuch steht an, und zwar Teil 3 mittlerweile schon. Odeon geht soweit ganz gut, also ich habe das Gefühl, dass das Longieren sehr gut anschlägt. Ich habe noch eine weitere Problematik festgestellt, und zwar bricht er immer so ein bisschen über die innere Schulter nach innen. Auf der rechten Hand deutlicher als links, und er hat komischerweise auch auf der rechten Hand an der Fessel eine Galle mal gehabt, und die ist, seitdem ich das so ein bisschen mehr kontrolliere und ihn so ein bisschen mehr übertreten lasse und so weiter, ist sie besser geworden. Also es kann natürlich sein, dass es überhaupt mit dem Frühling, der jetzt langsam kommt, zusammenhängt, dass die im Moment viel draußen sind und so weiter, aber ich bilde mir ein, dass es da halt auch noch irgendwo ein Anhaltspunkt ist in der rechten Schulter. Mit der Wirbelsäule, dass das zusammenhängt, dass das alles so ein bisschen verkrampft ist und festhängt. Ja, ansonsten dreht weiter er brav seine Runden an der Longe und ist weiterhin motiviert. Wir haben jetzt angefangen mit spanischem Schritt, spanischem Gruß, vielmehr spanischen Schritt ist es noch nicht. Und das schlägt auch ganz gut an. Also er gibt sich halt viel Mühe, links klappt total super, er macht da so riesengroß den Arm nach vorne, und ja, rechts ist dann so... Ja, kann er halt nicht. Also ich habe es auf dem Video nochmal festgehalten. Die Clips kommen wie immer jetzt. Wir machen am Anfang immer so ein bisschen übertreten lassen. Das sieht immer noch ein bisschen mehr schlecht als recht aus. Funktioniert noch nicht so ganz gut, weil ihm das einfach sehr, sehr schwer fällt, sich da wirklich mal ein bisschen zu biegen und die Hinterhand drunter zu setzen. Nachdem wir das Übertreten gemacht haben, kommt dann der spanische Gruß, da fällt ihm das rechts halt total schwer, da das Bein wirklich hoch zu bekommen und wirklich vorne aus der Schulter zu treten, wie man immer so schön sagt. Ja, und links macht er das sehr, sehr gut, also da kommt er groß aus der Schulter, da fällt ihm das total leicht, da spitzt er auch öfter mal die Öhrchen so nach dem Motto, hier, guck mal, wie toll ich das machen kann, aber rechts fällt ihm das halt schwer, und das ist halt der Anhaltspunkt, was ich meinte, dass da halt noch irgendwie was mit der Schulter am Hakeln ist, was nicht so ganz in Ordnung ist. Ja, nach dem spanischen Gruß geht es dann schon gleich weiter im Schritt am langen Zügel, noch unausgebunden über die Stangen. Auch im Trab nochmal so ein bisschen, einfach zum Lösen, damit er sich einmal frei bewegen kann, unausgebunden. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist er gut drauf, er spitzt die Öhrchen, er hat Spaß an der Sache, und die Longe führe ich so durch den Grenzenring Richtung Gurt wieder, damit man ihn in der Wendung immer noch so ein bisschen nach innen stellen kann, dass er nicht einfach so das Gebiss durchs Maul gezogen ist, wenn man da mal mit einer Parade kommt, sondern er wirklich nach innen sich nochmal stellt und da nochmal besser loslässt. Das erreicht man halt einfach nicht, wenn man die Longe einfach nur an den Trensenring hängt. Das ist nochmal ein anderer Effekt, könnt ihr gerne ausprobieren. Steht auch im FN-Handbuch für Longieren. Das kann ich übrigens auch jedem empfehlen, da stehen wirklich tolle Sachen drin, ob man jetzt FN-Fan ist oder nicht. Ja, dann geht es weiter mit ausgebunden über Trabstangen longieren. Das ist so die Hauptaufgabe im Moment. Mit seinem wunderschönen Morgenmantel, den er im Moment als Rückenwärmer einfach trägt. War eine Volldecke, die habe ich meinem Freund abgeschnackt. Funktioniert wunderbar, ist total warm darunter, und selbst wenn es ein bisschen nieselt, ist er halt immer noch trocken und warm drunter. Das ist mir halt ganz wichtig. Ja, dann die dicke Schabracke darunter, um das nochmal weiter abzupolstern. Und wie ihr jetzt schon gesehen habt, ist er am Anfang so ein bisschen über die Stangen noch fest. Aber es wird halt nachher von Mal zu Mal wirklich besser, und dann kann man schon mal kleinere Volten laufen lassen, dass er da einfach auch noch mehr in sich arbeitet. Dann kommt wieder ein bisschen Übertreten, daraus dann antraben lassen auf einen kleinen Kreis und über Stangen. Das hat einen super Trainingseffekt, sollte man allerdings nicht so oft machen, weil das, glaube ich, sehr, sehr anstrengend ist. Falls ihr schon einen Unterschied seht, im Gegensatz zu den letzten Videotagebüchern, und ihr irgendwie meint, von wegen, das hat sich verändert, er trabt besser und so weiter, dann lasst mir gern einen Daumen hoch da. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch sonst noch irgendwas interessiert rund um das Thema Kissing Spines, und vielleicht habt ihr noch weitere Trainingstipps. Ich habe schon gute bekommen. Ich werde jetzt einmal noch Vitamin E und Selen füttern. Das hat mir, glaube ich, Kati Schlotti geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und falls euch das weiterhin interessiert, es kommen noch mal ein paar andere Videos in den nächsten Wochen, dann lasst mir gerne ein Abo da. Bis dann!